Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Balloons Adventure Time Tower Defense. Wir haben noch drei Einheiten, die wir freischalten können. Irgendwie ein bisschen wenig, oder? C4, 1, 3, 6, 9 müssten wir noch freischalten können. Party 6 von 10. Okay, egal. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Ninja-Affen mit, ne? Dann gucken wir mal die Tür uns ein bisschen an. Wobei Difficulty 3 natürlich heftig ist, aber es gibt gerade keinen Lemon Grab. Es gibt gerade keine andere Möglichkeit. Wir können natürlich irgendwas anderes machen. Oh, hier ist ein Super-Affe noch. Na dann. Strange noises have been coming out of the Earldom of Lemon Grab. This can only mean trouble. Wow, hier geht aber ab, ey. Das geht voll ab, ey. Hm. Kommt da kleine Bloons raus? So, so. 2, 3, 3, na gut. Auf geht es. Oh, ihr seht das schon, ne? Hier hat, ich glaube, die. Es kann sein, dass es vielleicht keine roten Bloons mehr gibt und stattdessen alle auf blau sofort promoted wurden. Das können sie sich an Werbung aber irgendwie so ein bisschen kleben, oder? Für eine Kinder-App. Ich kann es nicht mal muten. Ja, ich hoffe, die machen es mit der Werbung noch weg. Ja, ihr seht, ich bin hier ziemlich voll. Jetzt habe ich gesehen, wo kommen sie rein? Ich gebe einfach was davon da oben mal. Oder? Kriegen direkt eins ins Gesicht, ey. 30 Runden sind es immer noch. Ja, ich glaube, auf normal ist halt immer 30 Runden. Egal welche Schwierigkeit. Also 1 bis 5 Schädel. Ich kann dir direkt auf die Strecke sitzen. Das ist so heftig. Das ist cool. Hätte vielleicht Jake nicht ganz so, na, wobei er schon ganz vorne ist, schon in Ordnung. Schon super. Dann werden wir ihn jetzt auf jeden Fall gleich setzen, Max, weil ich finde, das ist einfach so, du hast einfach eine einzige komplett gerade Linie zum Beginn. Und da ist das schon super, das so zu machen. Ah, geile Waffe, ey. Seht ihr diesen Eiskuna in seiner Hand? Kann ich da ran scrollen? Nein, kann ich leider nicht, schade. Ich kann gar nicht scrollen. Long Range. So, neue Commentaries. Jake ist einer der besten für den Anfang. Wirklich nur für den Anfang? Ich finde ihn ziemlich stark. Ups. Ich finde ihn ziemlich heftig. Und ich werde nebenbei noch ein bisschen Kommentar darauf antworten, aber es hat nur das Vorlesen, was halt BAATD betrifft, ne? Oh, 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 oh. Hässlich. Ne, es ist nicht gut, es ist echt nicht gut. Kann ich das so machen? Hat er genug Range dann, um anzugreifen? Na, ah, ich hab ziemlich viel Leben verloren. Naja, der steht so nah dran, ne? Ich hätte halt irgendwie so ein bisschen mehr die Rangers nutzen sollen. Hm.
Alter! Jetzt geht's aber ab hier, ey. Warum? Hast du viele Blumen, ja? Wenn wir die gleich mal hier auf die Strecke setzen. Aber der Eiskönig. Oh, Alter. 700 kostet der Typ. Ich muss sie ein bisschen verbessern. Ja, mal so ein Leben, zwei Leben von dir ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Zack. More Darts, was ist hier gewesen? Max Darts are red hot and can melt lead balloons. Okay, erstmal More Darts ist wichtiger. Ja, die hässlichen Zebra Balloons. Achso, vielleicht hat er immer noch nicht genug. Wenn sie gleich mal stunnen lassen. Schon angreifen. Right in the Klaps, Glaps. Neun Runden sind's noch. Ist jetzt nicht mehr ganz so 108 Leben nur noch. Jetzt nicht mehr ganz so viel. Acht Runden. Achso, ich kann Cassie natürlich setzen, ne? Wegen dem Wasser. Logisch, logisch. Ah, ich kann's vergessen, ey. Im Herzen kann sie aber auch noch nicht so viel machen, wenn sie Long Cannon improves the range of Cassie's. Ne, brauche ich erstmal nicht. Dann wäre das hier. Große Explosion. Wichtiger. 94 Leben nur noch. Ist jetzt nicht mehr allzu viel. Wird schon. Was haben wir hier? Achso. Grapeshot. Ah, her damit. Fire Barrels. Die Traumschüsse sind einfach super wichtig. Macht einfach Massen AOE-Attack. Und mehr Blutes kann man kaputt machen. Hey, guck mal, Ray Range ist in Ordnung. Was haben wir hier? Ah, Dings kaputt machen. Camo Blutes. Ich habe schon eine ganze Menge Leben verloren, aber ist natürlich auch nicht ganz so geil gewesen, ihn da vorne vielleicht hinzusetzen. Weiß ich nicht so richtig. Brofist. Ah, Traum wird das ein bisschen teuer, aber. Oh oh. Oh oh. Oh oh. No! 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 Oh. Fuck. Ja, 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 ja. Da habe ich doch glatt vergessen, die aufzubessern. Schade, schade. Ärgerlich. Poptimization. Achso, muss ich hier wieder aufrüsten. Hm, 26 Leben habe ich noch. Ah, ist ja übel, ey. Oh, den Piraten kann ich auch hinsetzen, ne? Quasi ans Ende. Bisschen Defense noch. Oh, ist ja hässlich, ey. Oh, ist ja hässlich. Ich hab verloren, ne? Neun? Sieben? Vier? Drei? Zwei. Das ist ja verständlich kein Problem gewesen. Hallo? Ich bin der Experte. 22 was? Ein Gem. Ein Fincake. Ein Wish-Up. Kriegen wir nur Coins anhand dessen, wie viel übriges Leben wir haben, ja? Ist ja mies, ey. 20 Gold ist ein bisschen wenig. Level 5. 5 extra Gold. Boah, was eine heftige Map, ey. Das nächste hat 3 Sterne, ey. Wir haben das Grüne mit. Peppermint Battle Axe. No Special Speed plus 5%. Und hier haben wir noch einen Cheesy Dog. Hot Dog Knights placed within range of equipped character. Pop 5 more balloons before exploding. Ah, der wird schon richtig. Ist schon richtig das hier. Jetzt brauchen wir 230 Erfahrungen, meine lieben Freunde. Steigt. Es steigt und steigt. Ich würde hierauf erst einmal verzichten.
Hat doch keine Waffe? Doch, hat er schon. Plus 2 Piers. Ich hab mehr Speed, ja, die Waffe war nicht in Ordnung. Ist okay. Können wir hier noch was geben? Nee, nichts mehr da. Okay, das ist schon heftig, ne? Muss man sagen. Das ist schon heftiger hier. Was ist das hier? Oh, es macht sogar gerade irgendwas. Ach, mit Level 5 wahrscheinlich was Neues freigeschaltet, wa? Tip Bloom Beacon. The Bloom Beacon has activated. Playing a map tagged with the Bloom Beacon will give much better rewards than usual. You can only play the Bloom Beacon map once, but it will respawn on a new map every few hours. So check back often. Okay, na, wir haben hier den Bloom Beacon und jetzt können wir hier Grasslands quasi spielen und kriegen da halt einfach eine höhere Belohnung. Das war, glaube ich, in Bloons Monkey City auch so gewesen. Na, dann können wir quasi hier. Ah, hier ist es. Nehmen wir hier einfach die Hard-Mission? Ach nee, ich muss das hier spielen, ja. Nochmal normal? Ich hab gar keinen Bock drauf. Muss ich ja normale Maps nochmal spielen? Bäh, sehr hässlich. Das macht ja gar keinen Spaß. Naja. Naja, ich hätte es auch da oben hinsetzen können, wahrscheinlich, den Finn. Oh, guck dir mal die Waffe an jetzt. Ja, jetzt nehmen wir ein Schwert, sondern wirklich die Streitaxt. So, noch hat jemand geschrieben, das Spiel sieht echt nice aus, würde es am liebsten selber spielen, aber da ist ja nur in bestimmten Ländern verfügbar, das geht das ja wohl schlecht. Warum eigentlich? Das ist bei vielen Games und das nervt total. Ja, na, ist nachvollziehbar, weil das ist super nervig. Ich, wird halt meistens ein Test sein, ne? Vielleicht ein Test, wie es ankommt, vielleicht ein Test, wie die Server das aushalten unter den Lasten. Also auch als Test, wie werden die Daten runtergeladen und so weiter, weiß ich vielleicht. Und deswegen wird es meistens halt immer nur in bestimmten Ländern released, um das halt dort zu testen. Na, auch gerade wie das Spiel ankommt, wie es ist. Ja. Aber man kann es ja spielen, muss man halt nur eine APK downloaden, na? Das ist der möglich. So, dann gehen wir auf die zweite Folge mit den Kommentaren. Ja, haben wir noch viel, viel vor uns. Hätte sie wirklich da oben hinsetzen sollen. Hätte ihn wirklich da oben hinsetzen sollen. Banana Guard. Hier hat einer geschrieben, PB gleich Blei, also die Bleiprinzessin, Chemie. Hm. Ich habe das erst geglaubt, weil ich keine Ahnung hatte. Aber PB steht ja für Princess Bubblegum. Ich hätte gedacht, PB, ne, für, ist ja wirklich das chemische Zeichen für, Blei. Und hätte sein können, dass sie irgendwas Besonderes mit Blei zu tun hat, dass sie einfach Blei kaputt machen kann, weißt du? Das wäre natürlich mega awesome. Wäre sehr, sehr awesome. Wir wollen den Ice King machen. 700 Gold ist ja nicht viel. Gehen wir hin. 30 Runden. Wenn wir dann auf jeden Fall gleich mal auf der Map hier zum Beispiel die anderen Dings spielen. Die anderen Schwierigkeitsgrade. Und da einfach Kisten sammeln und Erfahrungen sammeln. Ah, auf der hier wird es ja relativ easy sein. Ich habe hier sogar Wasser für ein Schiff. Oh, er hat aber keine große Range. Wollen wir es hier oben machen? Aber der kann einfrieren nur, ne? Denkst du, es ist so gut, wenn ich den jetzt hier hochsetze? Irgendwie nicht, ne? Ich glaube, das ist gar nicht gut. Wir müssen ja mal testen. Ne, das ist nicht gut. Und tschüss. Iceballs? Mm-mm. Nicht in Kombination mit Finn, wenn dann in Kombination mit Max. Na, wenn wir hier Dings kaputt machen können. Aber so ist das leider nichts. Chuck. Chuck.
Ah, auch schon mal ein bisschen Damage auch machen, wa? Duf, duf, duf. Hm. Duf, duf, duf. Okay. 14. Runde. Kann der Just davon mal hier die Banane? Naja, kann ich. Kann ich nicht so richtig, wa? Nur halt wirklich irgendwie in die Mitte, oder? Nicht so hierauf. Weil es anscheinend nicht genau weiß, ob oben oder unten. Okay. Needs an Instrument equipped. Brauche ich ein Instrument? Increases the boost given by Jake's musical instrument. Das heißt, die Weapon Stats werden erhöht. Das ist natürlich auch krass, ey. Kann man schon eine ganze Menge machen in dem Spiel, ne? Ziemlich viele Synergien und so weiter. Also manchmal hat das Spiel irgendwie den Sound von BT6 gehabt, was einer angesprochen hatte. Aber jetzt gerade, wenn ich so anhöre, hat es den Sound nicht. Okay. Ach so, ja, ach, das ist doch doof mit den Leads und mit den Tarns. Aber ich finde den Kuna einfach so geil, ja. Vielleicht sollte ich ihn einfach primär einfach benutzen statt Finn. Er sieht so cool aus, aber greift halt irgendwie nicht mehr ganz so. Das ist halt nicht mehr ganz so stark wie in den vorigen Teilen, ne? Der Dartaffe. Wo ist der eigentlich? Habe ich den nicht ausgewählt? Hm. Ey, die Dings sind echt heftig, die Herzen. Super stark. Muss man schon mal sagen, ne? Die hauen gut rein. Das Game ist schon nice, aber ich finde, dass da zu viel Gelaber ist. Das ist ein Story-Game, ne? Story-Games hat halt in der Regel immer ein bisschen mehr Getorke. Finde ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Oh, zack, dann muss ich hier das noch machen. Beim ersten Upgrade konnten wir die Eisblumen kaputt machen. Jetzt können wir die LED-Blumen kaputt machen. Machen wir uns gleich noch mehr Darts. Wie schießen wir denn dann? Ich habe gerade 3 Charts gehabt, jetzt sind es 4, ne? Oder 5. Nice. Oder es müssen 6 sein. Wenn ich gerade 3 hatte, ne? Pro Dingens sind 3. Und ein Dart jetzt dazu mache. Das sind 2, die sich dann aufteilen. Hm. Bin gespannt gegen die Mobs, wie die dann bald kämpfen werden. Ja, Beacon musste ich jetzt halt machen wegen dem, oder die Map habe ich jetzt gemacht wegen dem Beacon. Was eher weniger cool war, muss ich sagen, weil würde ich doch lieber eher Maps machen, die ich noch nicht gemacht habe. Oder Schwierigkeitsgrade. Aber wahrscheinlich ist es halt dann, wenn du halt wirklich schon alles gemacht hast, dass du halt mehr Belohnung bekommst. Fast through. Du, 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 du. Oh, die haben gut rein. 600, hat dann 500, 250, na gut. Und der ist halt der Einzige, der hier. Ja, vielleicht brauche ich hier ein bisschen mehr die Königin. Wobei der haut echt gut rein. Ey, holy shit. Oh, grün. Warum ist das grün? War es die ganze Zeit schon grün, ja? Und 22 Komma, ich krieg die ganze Zeit nur so wenig. 18 Charts, ein Wish-Up. 30 Erfahrungen, weil ich die Map schon gemacht habe. Okay, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Holy moly, ist das schlecht. Das ist ja mal super schlecht gewesen. Eieieiei. Oder gibt es noch eine extra Belohnung für das Monkey Beacon kaputt machen? Naja, wissen wir ja schon wieder, was wir nehmen werden. Das Grüne. Grundsätzlich.
Boomerang haben wir noch nicht gehabt. Power Ring of Strength. Blue Zip by Attacks are knocked back a short distance. Naja, nehmen wir mit. Kommen noch mehr zurückstoßen. Würde ich ganz gerne Max geben. Ehrlich gesagt. Na? Okay, Schwachsinn. Schwachsinn mit dem Monkey Beacon. Das bringt mir ja gar nichts. Wirklich. Und hier ist halt... Warte jetzt wieder ein paar Stunden ab wahrscheinlich. Genau, 4 Stunden. Dann ist das nächste erst wieder. Super. Ach, die Darts sind so cool. Die Eis-Darts. Okay, dann würde ich sagen, ja, mal schauen, was wir nächstes machen. Was ist das denn hier? Achso, die Daily Deals, oder? Kann ich nichts machen. Will ich nicht. Was haben wir hier? Ups! 5 Schädelchen. Was haben wir hier Schönes? Aber schon auf 5, oder? 4 Wizard Battle. Was haben wir hier? Gar nichts, okay. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal weiter gucken. Was haben wir hier? Können wahrscheinlich alles zusammen, ne? Die 3 noch nicht, aber dann werden wir hier auf jeden Fall hier hinten. Die haben wir am Anfang noch ein bisschen was gehabt, ne? Hier haben wir auch die ganzen anderen Kisten, die wir machen können. Hier Silber. Und da können wir Silber und Gold und die andere Map machen, weil das sieht jetzt nicht ganz so schwierig aus. Und dann leveln wir mal ein bisschen und kriegen ein bisschen mehr Items und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir es in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao.